Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Linke steht fest, Doping gefährdet die Gesundheit. Nun kann man Menschen, wenn sie denn volljährig sind, nicht verbieten, ihre Gesundheit zu gefährden. Aber wir können und wir müssen aufklären, ähnlich wie beim Gebrauch von Alkohol, Nikotin oder anderen legalen Drogen. Und das gilt nicht zuletzt auch für das Doping im Sport. Für die Linke steht auch fest, Doping im Sport, um sich gegenüber anderen Sportlerinnen und Sportlern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern ist auch eine Gefahr für den Sport als solches und für die Werte, die durch ihn in die Gesellschaft transportiert werden. Hier geht es nicht um das Recht auf Selbstschädigung, hier geht es um Betrug. Und seit 1990 hat es diverse Initiativen und Maßnahmekataloge gegen Doping im Sport gegeben. Sie alle waren nur bedingt erfolgreich. Deshalb muss aus Sicht der Linken endlich entschlossen gehandelt werden, um Doping im Sport deutlich wirksamer zu bekämpfen, als das bislang der Fall war. Es ist höchste Zeit, dass endlich etwas passiert. Wir hatten dazu, auch das ist bekannt, wir hatten dazu bereits im August 2014 einen entsprechenden Antrag mit Eckpunkten für ein Anti-Doping-Gesetz vorgelegt, welcher am 6. November hier im Bundestag beraten und in die Ausschüsse überwiesen wurde. Nunmehr hat auch die Bundesregierung ihren lange angekündigten Gesetzentwurf vorgelegt. Und er muss sich nicht nur am Antrag der Linken, sondern auch an den von der Koalition selbst gesetzten Zielen messen lassen. Die Linke unterstützt im Grundsatz den vorliegenden Gesetzentwurf. Das schließt natürlich nicht aus, dass es im Zuge der Ausschussberatung noch an einigen Stellen Änderungen geben muss und vermutlich auch geben wird. Positiv bleibt festzuhalten, viele Punkte aus unserem Antrag sind im Regierungsentwurf berücksichtigt worden. Das begrüßen wir ganz ausdrücklich. Aber es gibt auch einige Defizite. So halten wir unsere Forderung, dass Ärztinnen und Ärzten, die nachweislich an Dopinganwendungen beteiligt sind, die Approbation entzogen werden kann, nach wie vor für sachgerecht. Gleiches gilt für unsere Forderung, Regelungen für den Schutz von Whistleblowern zu schaffen. Denn ohne interne Informationen sind Dopingstrukturen und deren Hintermänner häufig gar nicht aufzuklären. Und wir bleiben auch bei unserem Vorschlag, eine unabhängige Ombudsstelle einzurichten, an die sich Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer sowie Eltern wenden können, um qualifizierte Informationen über Dopingprävention aber auch zu erhalten, aber auch um konkrete Dopingverdachtsfälle mitzuteilen und um Hilfe zu bitten. Im Mittelpunkt der Diskussion in den Ausschüssen wird sicher das generelle Verbot von Eigendoping von Leistungssportlern sowie die Frage einer möglichen Strafverfolgung von Erwerb und Besitz von Dopingmitteln zum Zwecke des Selbstdopings stehen. Der Justizminister wird sich ja dazu gleich auch noch äußern. Wir als Linke befürworten durchaus verschärfte Sanktionen für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die Dopingmittel benutzen, um sich einen unlauteren Vorteil im sportlichen Wettbewerb zu verschaffen. Für diesen Sportbetrug sollen künftig neben Geldstrafen bei Wiederholungstätern auch Freiheitsstrafen verhängt werden können. Aus unserer Sicht, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, sollte sich die Höhe der Geldbußen dabei daran richten, was man direkt oder auch mittelbar durch den Sport an Einnahmen erzielt hat. Das kann also auch bedeuten, dass man von Sportart zu Sportart eine unterschiedliche Höhe, wie bei Gehalt, Siegprämien und Werbeverträgen, dieser Strafen festlegen kann. Von dem Gesetz werden nach Angaben der Bundesregierung rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler in Deutschland betroffen. Ein klar definierter Personenkreis, und das ist auch durchaus richtig. Der vorliegende Gesetzentwurf zielt hinsichtlich der strafrechtlichen Regelungen ganz bewusst auf die Dopinganwendung im Hochleistungssport, nicht aber auf gesundheitliche Gefährdungen durch die Einnahme verbotener Substanzen, wie zum Beispiel Anabolikas in Fitnessstudios. Das kann weder in einem Gesetz geregelt, noch kann es wirksam kontrolliert werden. Zugleich aber sollten wir an alle Freizeitsportlerinnen und Sportler appellieren, auf Dopingmittel zu verzichten. Gerade deshalb ist es aber erforderlich, wenn vielleicht nicht zwingend in diesem Gesetz, so aber doch zumindest begleitend, dass man geeignete Präventionsmaßnahmen entwickelt, fördert und letztlich natürlich auch umsetzt. Und dazu gehören zum Beispiel Aufklärungsarbeiten im Jugend- und Nachwuchssport, dazu die Weiterbildung und Ausbildung der in diesem Bereich tätigen Personen wie Trainern und so weiter über die Wirkung von Anabolen, Steroiden, Nahrungsergänzungsmitteln und sporttypischen Aufbaupräparaten.
Ein weiterer Aspekt ist mir wichtig. Wir dürfen nicht nur mit neuen Strafen drohen, sondern müssen auch über die Ursachen, offen über die Ursachen von Doping im Sport reden, über Strukturen und Rahmenbedingungen, über den bestehenden Leistungsdruck, über die Motive, Ängste und Zwänge. Nur dann wird der Sport positive Werte wie die Erhaltung von Gesundheit, Leistungsbereitschaft, Fairness und Teamgeist weiterhin verkörpern. Nur dann werden sich Breiten- und Spitzensport gegenseitig befördern können. Und nur dann wird der Sport jene gesellschaftliche Bedeutung erlangen, von der wir alle, auch hier im Bundestag, immer wieder reden oder gelegentlich auch träumen. Ich möchte abschließend, meine Damen und Herren, noch auf zwei Punkte eingehen, die besonders in der öffentlichen Diskussion sind. Ein Problem ist die im Gesetzentwurf vorgesehene uneingeschränkte Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln bei Spitzensportlern. Hier teile ich die Bedenken von wichtigen Vertretern der Athleten, wie dem Diskus-Olympiasieger Robert Harting. Was ist zum Beispiel, wenn ein Sportler ein Asthmamittel für seine Frau auf dem Weg zum Training aus der Apotheke mitbringt, das einen, Moment bitte, das einen Wirkstoff enthält, der auf der Dopingliste steht und er in eine Kontrolle gerät? Das ist natürlich ein konstruierter Fall, aber er ist auch nicht völlig unrealistisch. Deshalb plädieren wir dafür, das nicht allein auf den Besitz abzustellen, sondern stattdessen ähnlich wie bei der Rechtsprechung im Betäubungsmittelbereich den Besitz nicht geringer Mengen unter Strafe zu stellen. Das ist eine Differenzierung, die wir gerne vornehmen möchten. Und ich lege großen Wert, das will ich hier noch mal betonen, auf den Sachverstand des Deutschen Olympischen Sportbundes. Beim vorliegenden Gesetzentwurf sehe ich anders als der DOSB jedoch keine Beeinträchtigung oder gar Aushöhlung der Sportgerichtsbarkeit. Beides kann aus meiner Sicht durchaus nebeneinander funktionieren. Die Verbände können bei Dopingvergehen weiterhin die in ihren Regeln vorgesehenen Wettkampfsperren aussprechen. Und bei gravierenden Verstößen oder bei Wiederholungstäter kann künftig aber zusätzlich auch die Staatsanwaltschaft tätig werden. Und das ist im Übrigen auch keine Doppelbestrafung, denn schon heute wird ein Fußballprofi gemäß Regelwerk bei einer Tätlichkeit mit der roten Karte vom Platz gestellt und entsprechend gesperrt von seinem Verband. Und darüber hinaus kann dennoch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erfolgen und kann die Staatsanwaltschaft tätig werden. Diese Möglichkeit ist da, und das Gleiche kann auch künftig im Dopingbereich aus unserer Sicht erfolgen. Und ich füge auch noch hinzu, allein die Sportgerichtsbarkeit löst auch nicht alle Probleme. Ein Sportler am Ende seiner Karriere oder zum Ende seiner Karriere wird von Sperren nicht mehr sonderlich beeindruckt, wenn er seine Laufbahn ohnehin beenden will. Hier ist es eine Erhöhung der Hürde für den Einsatz von Dopingmitteln, wenn man auch strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten hat. Ob es wirklich klug ist, das ist die letzte Bemerkung, die umstrittenen Athletenvereinbarungen gerade über das Anti-Doping-Gesetz regeln zu wollen und hier eine rechtliche Grundlage zu schaffen, das werden wir in den Ausschüssen noch zu diskutieren haben. Da gibt es mehr Fragen als Antworten bisher in diesem Bereich. Dennoch sage ich, der Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, und wir freuen uns auf die anstehenden Beratungen. Herzlichen Dank. Bevor ich dem Justizminister das Wort erteile, gebe ich das Ergebnis der